English starts at about 4 minutes and a half. Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg. Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Ein Video, das ich, wie ich schon mal gemacht habe, in zwei Sprachen machen werde, weil die Ankündigung relativ kurz ist und es sich nicht lohnt, dafür zwei Videos zu produzieren, die man dann auch noch an verschiedenen Tagen hochladen muss. Da habe ich mir gesagt, ich mache ein zweisprachiges Video und gebe die Informationen gleich durch. Und zu Anfang mache ich das hier für meine deutschen Zuhörer und Zuschauer. Es ist eine Ankündigung für Oktober, für den Monat Oktober 2017, um genau zu sein. Ich habe ja mit dem letzten Ankündigungsvideo, das ich gemacht hatte, die wichtige Ankündigung, bereits gesagt, dass ich das Buch von Martin Luther wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet lesen werde. Ich bin inzwischen so weit, dass ich jetzt gleich, wenn dieses Video hier vorbei ist, die 9. Lesung machen werde auf Seite 53 von 86 Seiten und habe beschlossen, dass ich von daher den ganzen Monat Oktober widmen werde an Martin Luther. Und zwar das komplette Buch, wieder das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet, von Martin Luther geschrieben, 1545, werde ich in einem Zug in dem ganzen Monat hochladen. Und damit ich hier und da auch zwischendurch nochmal ein englisches Video mache, für meine englischsprachigen Zuhörer, werde ich auch in Englisch Luther-Videos hochladen und wahrscheinlich das Buch auch in Englisch anfangen zu lesen, aber da wohl nur ein Teil von hochladen. Also hauptsächlich geht es um Deutsch, um die Deutschen davon nochmal deutlich in Kenntnis zu setzen, dass wir im Oktober, oder besser genauer gesagt am 31. Oktober 2017 500 Jahre Reformation feiern. Ja, ihr wisst, ich beschaue das nicht als Reformation. Die römisch-katholische Kirche ist nicht reformierbar, aber ich beschaue das als knapp 500 Jahre her, dass Martin Luther der moderne Moses geworden ist, der durch die Bibelübersetzung uns gesagt hat, kommt raus aus ihr, mein Volk, weil er hat uns die Worte Gottes auch in der Offenbarung, die für die Menschen bis dahin unbekannt waren, bekannt gemacht und die Möglichkeit gegeben, die römisch-katholische Kirche für das zu erkennen, was sie ist, nämlich die Kirche des Antichristen. Das ist Ende dieses kommenden Monats 500 Jahre her und ich weiß nicht, was alles in der Zukunft noch geschehen wird. Ich weiß nur, dass ich mir die Arbeit machen möchte, dass ich Martin Luther in der Hinsicht Recht geben möchte, wo er Recht drauf hat, nämlich, dass wir uns seine Reformation erinnern. Ich himmel den Mann nicht an, ich knie mich nicht vor ihm nieder oder sonst irgendwas. Und wahrscheinlich hat Martin Luther auch hier und da seine Fehler gehabt, obwohl ich die in seinen Studien bis jetzt noch nicht getroffen habe. Das wird sich aber wohl nicht vermeiden lassen, wenn er Fehler hatte, dass ich sie früher oder später treffe. Aber ich messe Martin Luther an den Werken, die er gemacht hat. Und was er gemacht hat, war, die Bibel zu übersetzen und den Menschen deutlich gemacht, in einem ganzen Buch, wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet, den Menschen erklärt, dass und warum biblisch begründet das Papsttum in Rom der biblische, prophetische und historische Antichrist ist. Ja? Und das ehre ich an Martin Luther und das ehre ich im Monat Oktober 2017. Und die Ankündigung ist halt nur dafür da, dass ihr als deutsche Zuschauer euch freuen könnt, dass eine ganze Menge Videos den nächsten Monat in Deutsch auf euch zukommen. Und danach werde ich dann das Hochladen der verborgenen Geschichte der Jesuiten weiter fortführen. Und hoffentlich ist Brett auch dann soweit, die letzten Bilder für die letzten Kapitel von Alle Wege führen nach Rom beschafft zu haben, dass auch die Buchlesung, die ich ja bereits als Lesung 2016 abgeschlossen habe, als Video auch die letzten Videos noch vor Ende des Jahres hochgeladen werden können. Soweit diese Ankündigung für Oktober 2017. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Gott möge euch schützen, behüten und segnen auf all euren Wegen. Joggler 66 von Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit. Joggler 66 sagt Tschüss. Hello and welcome my English speaking brethren and followers of the channel Joggler 66. This is Jörg from Joggler 66, Hour of the Truth, with an announcement for the month of October 2017. I have just stated in German that my last German-speaking video that I uploaded was Wichtige Ankündigung, which you translate into English as an important announcement, and that was the announcement that I was going to read from Martin Luther, a book against the papacy.
An Institution of the Devil, which I also have in English, because that's a book that brother Brett Norman sent me some time ago. And I bought the same book in German. It's about 86 pages long, and I wanted to read that. And this announcement is just to tell you that during the month of October, which ends, of course, as always, with the 31st of October, Reformation Day, not Halloween, but Reformation Day, the 500th anniversary of that Reformation Day is coming. Now, I don't believe in the Reformation, because the Roman Catholic Church cannot be reformed. Of course, Martin Luther did not have that point of view at that time, and all the other quote-unquote reformers did not have the same view at that time, and even a lot of other people like James Aitken Wiley did not really see from the beginning that the Roman Catholic Church is irreformable, okay? But the point that is, and that I want to make with this video, is that I am about to now start the ninth reading of that book, Against the Roman Papacy, an Institution of the Devil in German. So I will spend the whole month of October dedicating it to the Reformation, dedicating it to the reading of Martin Luther, of that Antichrist book that he wrote in 1545. And so there will be coming a lot of videos in German instead of in English, but also in English I will make here and there a little video about the Reformation and about Martin Luther in the same time in the month of October. So the month of October 2017, I on my channel, Juggler 66, Hour of the Truth, dedicate for 100% to the quote-unquote Reformation and to Martin Luther, who gave the people the possibility to study the Bible for themselves and gave us the knowledge of Revelation 18 verse 4, where God says, "Come out of her, my people," because the people didn't know that before, because it was the Dark Ages and the Bible was unknown. And the action of the Protestants, who protested the Antichrist, brought light into the world, light that we still are using today, and all our quote-unquote freedoms that we have are built on that quote-unquote Reformation, on that Protestantism, even though the ecumenical movement and charismatic movement, of course, have almost killed Protestantism. But God can do everything, huh? And He will take care of that. There will maybe be a revival of Protestantism. And because it is the 500th anniversary, well, last year I didn't have the knowledge, nor did I have the books and all that stuff to do the same thing. To me it is very important, so I just want to tell my English-speaking brethren, don't despair, because you get so little English-spoken videos. They will, of course, all be again uploaded from the month of November on. But even during the month of October, here and there, I will try to spread some Martin Luther reformable Reformation and Protestant videos during the month of October to celebrate the 500th anniversary of the quote-unquote Reformation, of Reformation Day of the 31st of October 2017. So, that was my announcement in German first, then in English. Thank you very much for watching and listening, and if you have any comments, leave them in the comment section of the video. And until next time, Juggler 66 from Hour of the Truth says, God bless you, and bye-bye. We must start at the foot of the cross. For our souls in danger, we're at loss. And when we kneel in that awesome place, at that very moment, you'll feel God's grace. Friend, let me tell you, you need to know, there is heaven, also hell below. Christ died on that cross to set you free from your vile sins and hell's agony. You're God's enemy without the cross. Reject Christ, and to God you're dross. Prison of hell he will send, just Christ's work on the cross makes amends. God hates those who try to enter in, the gates of heaven still full of sin. Only his Son can take sin away, go to the foot of the cross this day. God has provided only one way to enter heaven's wondrous array.
Except what Jesus did for us all. He paid our debt, so hell won't befall. Go to the foot of the cross this day. His precious blood washes sin away. We each need to think more of his cross. Without our Savior, we're total loss.